bekommt erstmal Herr Professor Schmidt das Wort, weil er noch gar nicht zu Wort gekommen ist. Ich habe gesehen, Sie haben auch schon einige Notizen gemacht zu den verschiedenen Dingen, die hier gesagt worden sind. Ich würde sehr gerne noch vielleicht einen Gedanken anfügen. Mich hat es ja schon ein bisschen betrübt, dass Sie dieses hohe politische Risiko für die Parteien oder für die amtierende Regierung aufgezeigt haben und in Reformen zu gehen, die nicht unbedingt von der Breite der Wählerschaft unterstützt sind. Und ich kann Ihnen aus meiner Berliner Erfahrung, denn dort arbeite ich ja normalerweise, sagen, der Schröder-Schock sitzt tief. Und diese sozusagen Abstinenz und diese wenig konkreten Aussagen hat aus meiner Sicht sicher viel damit zu tun, dass Parteien natürlich Stimmenmaximierer sind und ihr Ziel natürlich auch ein ökonomisches ist, nämlich an der Macht zu bleiben. Ja, ich habe mir viele Notizen gemacht, weil ich viel mit nach Hause nehmen möchte von der Diskussion hier und habe eigentlich fast gar nichts mehr hinzuzufügen zu dem, was hier Kluges auf dem Podium gesagt wurde. Vielleicht nur eine Bemerkung, zwei vielleicht, zu dem letzten. In der Tat, große Sozialpolitikreformen, insbesondere wenn sie Umbaumaßnahmen oder gar Rückbaumaßnahmen beinhalten, sind wahlpolitisch hochriskant. Das muss man sehen. Die SPD hat das ganz fürchterlich gespürt, aber zu den Torheiten dieser Partei gehört, dass sie die Früchte, die diese Reformen gebracht haben auf dem Arbeitsmarkt, offenbar nicht haben will. Na gut, das ist eine politische Entscheidung, aber sie ist nicht sonderlich weise. Man muss allerdings kritisch an die Adresse der Schröder-Regierung sagen, das war katastrophal schlecht kommuniziert. Und es gibt in dem Kreis der sozialdemokratischen Regierungen eine zweite, die das in dieser Hinsicht viel besser gemacht hat. Das war die schwedische Sozialdemokratie unter Göran Persson an der Regierung. Die haben im Grunde von der Reichweite der Reformen etwas gemacht, was durchaus ebenbürtig mit den Schröder-Reformen ist. Eine weitreichende Liberalisierung wirtschaftlicher Art, eine Zurückschraubung der schwedischen Alterssicherungspolitik auf das deutsche Modell, wohlgemerkt, nicht auf andere Modelle. Aber sie haben das gemacht mit einem langen Vorlauf. Und sie haben im Vorfeld die Organisationen, insbesondere die Gewerkschaften, die als mögliche Widersacher auftreten, eingebaut. Und erst als diese Koalition stand, kam dann die Regierung zum Zuge, wobei entscheidend ist, der Regierungschef und der Finanzminister müssen unbedingt wie ein Mann auf der Linie der Reform und der Konsolidierung stehen. Und dann passiert etwas, was Herr Persson mal in dem viel zitierten Satz gesagt hat, dann kann man reformieren, aber es muss kurz, schnell und rüde gehen. Herr Professor Abelshauser, Sie hatten sich noch. Ich möchte gerne noch mal auf meinen Punkt kommen, den ich am Anfang zur Diskussion gestellt habe, den aber keiner aufgegriffen hat. Das ist ja leider oft so. Aber ich möchte noch mal betonen, es geht hier nicht um Gerechtigkeit. Zunächst einmal, wenn wir fragen, was unsere Sozialpolitik leisten muss und leisten kann, sondern es geht zunächst einmal um Funktionsgerechtigkeit. Und da war es eben unter Bismarck nicht so, dass das nur eine Risikoprämie war gegen revolutionäre Zuckungen. Das ist auch in manchen Köpfen so gewesen. Aber es war zunächst einmal die Anpassung an eine neue Art von Wirtschaft, nämlich an diese neue Wirtschaft, von der wir heute noch wesentlich profitieren. Und die Alternative davon ist erstens der Marktstaat, also ein Staat, der die Altersversorgung, die Krankenversorgung und andere Notwendigkeiten über den Markt ablaufen lässt. Diesen Versuch hatten wir in den 50er Jahren, als Ludwig Erhard, die Bundesbank, das Finanzministerium versuchten, die Rentenversicherung über den Kapitalmarkt laufen zu lassen, zu privatisieren, weil dieses bismarckische System bis dahin zu statisch war, nicht dynamisch genug war, sich nicht anpassen konnte an das Wirtschaftswunder. Und er ist untergegangen mit dieser Forderung, weil nämlich Adenauer, der Bundeskanzler, zu Recht darauf hingewiesen hat, und das hat er getan,
mit Unterstützung der katholischen Soziallehre, zu Recht darauf hingewiesen hat, dass wir eben keinen Marktstaat brauchen, sondern einen Sozialstaat, der unserer Wirtschaftskultur gerecht wird. Die zweite Herausforderung war dann in den 70er Jahren, als der Wohlfahrtsstaat immer weiter ausuferte. Die SPD hat zum Beispiel einen Rahmen, eine Orientierung für 1985 verabschiedet, in denen sozusagen der Sozialstaat nun alles erfassen sollte. Das ist 1973, als die Ölpreiskrise ausbrach, sofort wieder in der Versenkung verschwunden und der Sozialstaat ist wieder gestärkt worden. Also bisher haben wir es immer fertig gebracht, den Sozialstaat in seiner Funktionsgerechtigkeit zu erhalten und abzuschirmen gegen den Marktstaat und den Wohlfahrtsstaat. Und ich will Ihnen noch zeigen, will Ihnen noch ein Beispiel dafür geben, welche Bedeutung das hat, welche Funktion das hat. In den USA haben wir marktstaatliche Verhältnisse, bekanntlich, keinen Sozialstaat. Dort gibt es aber auch Rentenanwartschaften und Pensionsanwartschaften, die über den Kapitalmarkt gehen. Das sind über den Daumen gepeilt etwa 35 Billionen Euro, die da am Kapitalmarkt Anlage suchen, aus diesem Grund. Wenn wir das auf Deutschland übertragen, haben wir auch Rentenanwartschaften und Pensionsanwartschaften, die nach Aussage des Bundesverfassungsgerichts ja sogar Privateigentum sind. Die haben die Garantie, Privateigentum zu sein. Aber diese 7 Billionen, die gehen gar nicht über den Kapitalmarkt, sondern sie gehen von der Tasche der Beitragszahler in die Tasche der Rentner, wie sie alle hier sitzen. Also von daher, nicht alle, also von daher hat das erhebliche Konsequenzen. Sind auch Pensionäre dabei, ne? Ja, ja, okay. Ja. Von daher hat das erhebliche Konsequenzen, weil nämlich wegen dieser 35 Billionen die Regeln am Kapitalmarkt im Wesentlichen von den institutionellen Anlegern gemacht werden, die dieses Geld hier verwalten müssen, während der deutsche Sozialstaat unsere Position am Kapitalmarkt deutlich schwächt. Nur mal als Beispiel. Aber wir sind nun mal nicht in dem Maße vom Kapitalmarkt abhängig in unserer Wirtschaftskultur, als dass die Amerikaner oder die Engländer sind. Und das ist das Hauptproblem. Wir dürfen nicht vermischen Wohlfahrtsstaat, Marktstaat und Sozialstaat. Der Sozialstaat gehört zu dieser Wirtschaftskultur ohne Wenn und Aber. Und wenn wir das vergessen, dann haben wir ein Problem. Ob der Sozialstaat nun im Einzelnen zu viel oder zu wenig umverteilt, aber bekanntlich ja solidarisch umverteilt, ja, das ist eine ganz andere Frage. Aber entscheidend ist, dass wir zunächst einmal darauf achten, dass der Sozialstaat bleibt, dass der Sozialstaat nicht in die Zange genommen wird von Wohlfahrtsstaat und Marktstaat. Das ist, glaube ich, die Botschaft. Und die soziale Marktwirtschaft hat es ja versucht, über den Marktstaat mehr Gerechtigkeit zu bekommen. Die These war es ja, dass der Wettbewerb alleine schon Gerechtigkeit schafft. Er hat es nicht erreicht. Die soziale Marktwirtschaft hat das nicht erreicht, sondern hat aus gutem Grund den Sozialstaat in sich aufgenommen, sodass nach 1957 soziale Marktwirtschaft bedeutete Sozialstaat plus Marktwirtschaft. Und ich glaube, das ist aus gutem Grund so gewesen. Jetzt ist es in der Praxis dass die Politik nicht immer so ganz trenngenau die Linie zieht zwischen Sozialstaat und Wohlfahrtsstaat, die Sie jetzt gezogen haben. Man kann jetzt aus der aktuellen Politik die Mütterrente nehmen, mit der jetzt eine Begünstigung, die vielleicht erwünscht ist, aber nicht unbedingt, also die vielleicht sozialpolitisch oder wohlfahrtspolitisch erwünscht ist oder gesellschaftlich erwünscht ist, aber nicht unbedingt ökonomisch geboten ist. Auch die Sicherung für ältere Rentner, denen es nicht zumutbar ist, zum Sozialamt zu gehen, dass über die Rente dann ausgezahlt werden kann. Und ich habe in dieser Universität mal gelernt, dass der Eingriff des Staates eben auch dazu führen kann, wenn er zu gut gemeint ist, dass er das Ordnungssystem zerstört.
Und das Verhältnis, das ist also durchaus ein spannungsgeladenes Verhältnis zwischen den sozialpolitischen Eingriffen und der Ordnungsökonomik gibt. Und Herr Professor Schmidt, Sie hatten, glaube ich, dazu eine Anmerkung. Herr Professor Feld auch. Also, wenn die alten Vertreter der ordoliberalen Freiburger Schule hier säßen und wüssten, dass die Sozialleistungsquote mittlerweile bei 30% ist, dann hätte sie das nackte Entsetzen gepackt. Aber wir sind im Jahre 2014 und wir sind auf einem Stand der wirtschaftlichen Entwicklung und der Arbeitsteilung und der Interdependenzen, der ungleich höher ist als in den Jahren, in denen die Freiburger Schule ihre Ideen kreierten. Und heutzutage wird man bei nüchterner Bilanz sagen müssen, die Sozialpolitik, auch eine weit ausgebaute Sozialpolitik wie in Deutschland, gehört mittlerweile einfach zu den unerlässlichen Rahmenbedingungen einer Wirtschaftsordnung. So weit, so gut. Und insoweit könnte man auch sagen, da muss eben auch das ordoliberale Denken Frieden machen mit einer so starken Sozialpolitik. Ich gebe aber noch ein weiteres zu bedenken. Der Preis, der für diese unerlässliche Stabilisierung zu zahlen ist, ist ziemlich beachtlich. Denn diejenigen 40% der Wähler, die überwiegend oder zur Hälfte ihren Lebensunterhalt aus Sozialleistungen finanzieren, die werden ja aus dem Markt herausgenommen. Das ist nicht länger Marktwirtschaft, sondern das ist ein Bereich der Gesellschaft, von dem die Fachleute mal gesagt haben, das ist der dekommodifizierte Sektor, also der Sektor, der nicht mehr als Ware behandelt werden kann, der raus ist aus der Ökonomie und der nun mit beträchtlichem Aufwand, wie wir wissen, finanziert wird. Und wir sind uns nicht ganz sicher, wo da die Grenzen im Einzelnen liegen, aber es ist klar, der Preis für die unerlässliche Stabilisierung der Rahmenbedingungen der Wirtschaft ist durchaus beachtlich und läuft in eine Richtung, die die ordoliberale Theorie wohl so nicht gesehen hat. Na, Herr Schmidt, ich habe ja schon meinen Frieden mit sozialer Umverteilung gemacht. Das haben Sie ja eben gemerkt mit der Bemerkung, wenn die Wähler das wollen, ist das ja wunderbar. Nur man muss sich dann schon auch immer wieder fragen, ist denn das Ausmaß, das wir an Sozialstaatlichkeit haben und sind die jeweiligen Regeln, die wir da haben, dazu geeignet, die Effizienz des Wirtschaftens noch sicherzustellen, also dafür zu sorgen, dass der Kuchen hinreichend stark wächst. Und da würde ich schon die These etwas in Zweifel ziehen, dass es nicht um Gerechtigkeit geht, sondern auch um eine gewisse Produktivkraft der sozialen Sicherungssysteme. Natürlich versichern die sozialen Sicherungssysteme und nehmen damit den Versicherten, dem versicherten Kollektiv, ein Stück weit Unsicherheit ab. Das führt zu einer höheren Produktivität auch im Produktionsprozess. Das erkenne ich wohl an. Aber man kann ja diese Versicherungsmentalität nicht bis zum Anschlag treiben und dann so viel für die Umverteilung einsetzen im unter dem Stichwort soziale Marktwirtschaft und soziale Sicherung, dass am Schluss die Produktivkräfte erlahmen. Und da sehe ich dann doch schon die Zielsetzung, Marktwirtschaft zuerst herzustellen und die Korrekturen im Nachhinein. Und nicht davon auszugehen, also weder davon auszugehen, dass Marktwirtschaft alleine schon die soziale Gerechtigkeit befördert, noch davon auszugehen, dass wenn man nur auf die soziale Gerechtigkeit baut, genügend Produktivkraft frei wird. Also da kann man dann auch nochmal in Anwendungen gehen, in Vorschläge, die diskutiert werden. Deswegen halte ich beispielsweise von einem bedingungslosen Grundeinkommen nichts, sondern eher von den Prinzipien der aktivierenden Sozialhilfe oder wie das im geltenden Jargon in den Medien heißt, der bösen Aufstocker. Das Zweite, was ich gerne sagen möchte, ist, Wirtschaftskultur ist ein zweischneidiges Schwert. Man kann nicht einfach Regeln, die in einem System funktionieren, an ein anderes einpflanzen und hoffen, dass sie genauso funktionieren. Das sehe ich wohl ein. Auf der anderen Seite ist das Argument der Wirtschaftskultur immer dazu geneigt, eine Immunitätsabsicht zu verfolgen. Nämlich dann, wenn jemand Änderungen haben möchte im System, zu sagen, nein, das passt nicht in unsere Wirtschaftskultur, das ist was Böses Amerikanisches oder was Böses Schweizerisches oder was Böses Französisches, wie auch immer.
Man muss sich meines Erachtens schon immer genau bei den einzelnen Regeln angucken, was ist sinnvoll und was ist nicht sinnvoll. Zum Beispiel die Deutschland AG, die wir heute Morgen im Vortrag von Herrn Abelshauser hatten, die immer als wesentliches Element der deutschen Wirtschaftskultur hervorgehoben worden ist. Warum ist die zugrunde gegangen? Das war nicht der Druck der Finanzmärkte, das war eine steuerrechtliche Änderung. Wir haben im Rahmen der Steuerreform der Regierung Schröder ab 2001 in der Körperschaftssteuer die Steuerfreiheit der Veräußerungsgewinne hergestellt. Das führte dazu, dass die Entflechtung, die vorher aufgrund der hohen Steuerbelastungen, die bei Veräußerungen der Deutschland-AG-Beziehungen stattgefunden hätten, dass diese hohen Steuerbelastungen eben weggefallen sind. Und das hat auch sofort zu einer Entflechtung geführt. Also es war enorm wichtig, das zu tun. Lassen Sie mich noch einen zweiten Punkt zu Ende führen. Der Verstoß oder der Widerspruch zwischen einem ordnungspolitischen System und bestimmten sozialpolitischen Maßnahmen, der ist mal mehr und mal weniger gravierend. Besonders gravierend empfinde ich ihn heute beim Thema Mindestlohn. Wir haben in Deutschland ein System, in dem wir auf die Tarifvertragsfreiheit vertraut haben über all die Jahre, den Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden in der Aushandlung der Löhne des ganzen Systems sehr viel Entscheidungsautonomie grundgesetzlich, verfassungsrechtlich zugewiesen haben und dann daneben auch über das duale System von den Unternehmen relativ viel verlangt haben. Dieses System ist ja im deutschsprachigen Raum einzigartig und auch schwer zu übertragen in andere Systeme, etwa nach Südeuropa. Wir werden das Thema sicher nachher nochmal aufgreifen in der Diskussion. Wenn Sie nun den Mindestlohn sehen und führen einen Mindestlohn ein für alle Altersgruppen, auch für Auszubildende, dann ist der Anreiz für die Unternehmen auszubilden deutlich reduziert. Wenn man nun auf der anderen Seite aber den Mindestlohn nur für diejenigen, die bereits ausgebildet sind, beziehungsweise die voll im Berufsleben drinstehen, gewährt, dann hat ein Jugendlicher eigentlich keinen Anreiz, eine Ausbildung zu machen, sondern er hat die Hoffnung, gleich in den Mindestlohn hineinspringen zu können. Das kann schiefgehen, weil er die Produktivität nicht erbringt für diese hohen Löhne, die da gefordert werden. Sind ja nun nicht mehr nur 8,50 Euro, sondern es werden ja schon gleich 10, 12, 14, das sind ja dann kein Ende nach oben hin, verlangt. Wenn man jetzt im dritten Schritt hingeht und sagt, naja, dann sagen wir halt, ab einem Alter von 25 zahlen wir den Mindestlohn. Ja, das ist Altersdiskriminierung. Da wird uns die EU ganz klar sagen, dass wir das nicht durchsetzen können. Also im Prinzip passt dieser Mindestlohn zu unserem sehr gut bewährten System der dualen Ausbildung überhaupt nicht und sorgt letztlich dafür, dass es ausgehöhlt wird. Das haben die Protagonisten des Mindestlohns nicht bedacht und sie werden es auch nicht in Betracht ziehen. Jetzt haben sich die beiden Herren an meiner Seite sozusagen noch zu diesem Komplex Spannungsverhältnis Ordnungspolitik, Sozialpolitik gemeldet und Herr Professor Abelshauser zur Deutschland AG. Jetzt geht es einfach mal hier durch. Ja, ich wollte vielleicht dieses Thema dann auch aus meiner Sicht dann abschließen, nur dass Missverständnisse nicht im Raum stehen bleiben. Also ich bin der Meinung, in der großen ordnungspolitischen Tradition der Freiburger Schule ist etwas daran, wenn wir geordnete, faire Märkte haben, dass sie einen Beitrag leisten zu einer gerechteren, sage ich jetzt mal, Form. Es gibt keine gerechte Gesellschaft, das muss man ja klar sagen. Sondern alle Formen, die wir vorher kannten, Feudalismus, Kommunismus, Sozialismus, sind ungerechter. Ich möchte jedenfalls nicht sagen, wir haben die Marktwirtschaft, das ist eigentlich eine üble Geschichte, das ist ungerecht. Und dann machen wir den Sozialstaat, da korrigieren wir das dann. Das ist nicht das Bild jedenfalls des Ordoliberalismus. Also das ist das Bild, was ich auch von Josef Höfner gelernt habe. Man kann vieles Kritische dazu sagen. Der Markt, auch ein fairer, noch so fairer Markt, wird nicht ausreichen, um soziale Gerechtigkeit wirklich herzustellen. Absolut klar. Ohne faire Märkte werden wir noch weniger soziale Gerechtigkeit. Das muss man im Blick behalten. Und ich denke, man sollte den Gegensatz sich aufbauen, das haben Sie auch nicht getan, das wollen wir auch nicht tun. Der Sozialstaat und Märkte gehören zusammen, wie wir es ja heute im Symposium auch ausführlich gesagt haben, das habe ich auch versucht zu sagen, dass wir hier immer wieder miteinander streiten müssen und dass ein Sozialstaat heute ein ermöglichender, aktiver sein muss. Und ich aber doch daran festhalte, gerade weltweit, dass wir den Gedanken der Ordnungspolitik, den Herr Abelshauser ja dann auch nochmal zusammengefasst hat, die soziale Marktwirtschaft ist zwar ein sehr allgemeiner Begriff,
und da kann man vieles drunter packen, aber im Kern hat er viele gute Gedanken, die weltweit sehr nützlich wären, so will ich es mal zusammenfassen, dass wir das nicht zu schwach auch ethisch bewerten. Also ich bin schon der Meinung, die Marktwirtschaft, wenn sie die soziale Marktwirtschaft war, jedenfalls von den Ordoliberalen aus Freiburg hier, auch eine moralische, eine geistige und sittliche Herausforderung. Eine Wirtschaftsordnung zu finden, jetzt sage ich es noch einmal genauer, die gerechter ist, Menschen mehr Möglichkeiten gibt als eine andere. Und das, meine ich, sollte man noch festhalten. Ja, klingt irgendwie gut, stimmt aber nicht. Also in unserem folgenden Fall. Wir haben eine Marktwirtschaft mit Konkurrenz und da ist doch die Einkommensverteilung sehr, sehr ungleich. Manche Menschen haben einen ganz niedrigen Lohn, obwohl sie sich anstrengen. Ja, Thema also Leistungsgerechtigkeit. Leistungsgerechtigkeit heißt für mich, Leute, die sich gleich anstrengen, haben das gleiche Einkommen. Nicht Leute, die das gleiche Ergebnis bringen. Was marxistisches? Nicht die das gleiche Ergebnis bringen. Ja. Und jetzt überlegen Sie mal, wir führen eine Gewerkschaftsbewegung ein. Wir vermachten den Arbeitsmarkt. Wir schaffen ein Kartell, wo die Arbeitnehmer sich zusammentun, um zusammen einen Lohn festzulegen in Tarifverhandlungen. Wir weichen also vom Prinzip der reinen Marktwirtschaft und der Konkurrenzwirtschaft ab, in Richtung Vermachtung. Ich behaupte, in einer solchen Welt ist die Einkommensverteilung in diesem Beispiel gerechter. Warum sage ich das? Ich sage das, damit wir nicht alles durcheinander bringen. Gerechtigkeit ist das eine. Ich bin nicht dafür, ein System zu machen, wo ein Ziel alleine versucht wird zu maximieren. Es gibt verschiedene Ziele. Menschen haben immer verschiedene Ziele. Und wenn sie verschiedene Ziele haben, gibt es immer einen Zielkonflikt im Optimum. Und das heißt, der Versuch, eine Gesellschaft zu konstruieren mit einem Maximum an Gerechtigkeit, ist falsch. Das wollen die Menschen gar nicht, sondern sie sind bereit, Ungleichheit zu akzeptieren, damit es ihnen besser geht. Es gibt diesen fundamentalen Zielkonflikt zwischen der Größe des Kuchens und seiner Verteilung, da kommen wir nicht drum herum. Und ich habe das als Student schon immer so empfunden und empfinde das immer noch so, dass also der Versuch, die Marktwirtschaft nun auch noch zu begründen damit, dass sie gerecht sei. Gerechter? Nein, auch gerechter, das ist das selbe. Ich habe mir ja gerade ein Gegenbeispiel gemacht. Das ist für mich Ideologie. Und ich finde nicht, dass wir mit einer Ideologisierung des Sachverhaltes weiterkommen. Wir müssen anerkennen, es gibt verschiedene Ziele. Und weil das so ist, müssen wir akzeptieren, dass wir mit weniger Gerechtigkeit die Gesellschaft konstruieren, damit wir auch was zu essen haben. Ja, eine Gesellschaft, die, was immer das Gerechtigkeitspostulat im Detail sein mag, wenn es nicht tautologisch eine Leistungsgerechtigkeit wird, was immer sonst Gerechtigkeit ist, wenn wir das versuchen zu maximieren, dann geht das zulasten des Lebensstandards der Menschen. Wir müssen also zwischen verschiedenen Zielen abwägen und die ganze Diskussion um Gerechtigkeit macht nur dann Sinn, wenn wir sie nicht tautologisieren durch den Begriff der Leistungsgerechtigkeit. Können wir schon zur Deutschland AG der relativen Gerechtigkeit das mal so stehen lassen? So, Sie wollen jetzt die Deutschland AG verteidigen, die sich so wundersam in an nichts aufgelöst hat. Ja, die hat sich in nichts ausgelöst und zwar nicht, weil irgendjemand auf die Idee gekommen ist, das Steuersystem zu ändern, also sozusagen die Besteuerung von Anlagenverkäufen zu ändern, sodass das möglich war, sondern die Regierung Schröder hat das Steuersystem verändert, weil sie der Meinung war, dass die deutsche Wirtschaftskultur, die diese Deutschland AG hervorgebracht hat, in den 90er Jahren keine Zukunft mehr hätte. Sie erinnern sich vielleicht, ja, das werden Sie, Sie erinnern sich vielleicht, dass in den 90er Jahren der Druck immer stärker wurde und die Regierung der Meinung war, dass man auf Dauer einer Produktionsweise, einer Kapitalmarktwirtschaft, die auf eine Rendite von 25% kommt, nicht standhalten kann,
wenn man mit deutscher mittelständischer Wirtschaft eine Rendite von 8% auf die Beine kriegt und große Unternehmen wie die BASF zum Beispiel eine Rendite von 15% hinkriegen. Das war für die damalige Politik klar, wir können diesem Druck nicht standhalten. Und deswegen begann man dann mit der Zerschlagung der Deutschland AG. Man begann damit, die Liberalisierung vorzunehmen, die Privatisierung vorzunehmen von Staatsunternehmen. Das ist zum Teil ja ganz gut gewesen. Aber zunächst einmal war das Teil eines großen Kulturkampfes, den der amerikanische Kapitalmarkt Druck erzeugt hat in Europa. Dass das heute nicht mehr so ist, das ist den Ereignissen von 2007, 2008 geschuldet. Aber, weil da ja klar war, dass diese 25% Rendite, die das alternative Modell der Wirtschaftskultur ermöglicht, vergiftet war. Aber wir wissen inzwischen, dass es unterschiedliche Wirtschaftskulturen gibt. Wenn Sie zum Beispiel den Blick werfen auf die vier mit Abstand größten Handelsnationen am Weltmarkt, also den USA, China, Japan und Deutschland, dann haben die, ich will das jetzt nicht im Einzelnen erklären, keine Angst, dann haben die ganz unterschiedliche Wirtschaftskulturen. Ihr soziales System der Produktion ist ganz anders organisiert jeweils. Und die Denkweisen und Handlungsweisen und Spielregeln, die dort herrschen, sind ganz anders. Ja? Aber das Ergebnis ist, dass sie alle sehr leistungsfähig sind, deswegen sind sie ja führende Handelsnationen, und dass sie sich kaum Konkurrenz machen, weil sie jeweils den Teil des Weltmarktes beherrschen, für den sie komparative Vorteile haben, die sie aus der Wirtschaftskultur ziehen. Das heißt, die Wirtschaftskultur ist eine ganz zentrale Frage. Das ist kein Gedöns. Das ist kein Gedöns, sondern die Frage, wie unsere Wirtschaft organisiert ist, wie unser Bankensystem organisiert ist, wie unsere Arbeitsbeziehungen organisiert sind, wie unsere Interessenpolitik funktioniert. Das sind alles Dinge, die ganz entscheidend für die komparativen institutionellen Vorteile dieser Länder am Weltmarkt sind. Und von daher ist es eine zentrale Frage, dass wir jeweils in der Lage sein müssen, diese Wirtschaftskultur zu identifizieren und uns dafür einsetzen und eine Strategie entwickeln, wie wir diese Wirtschaftskultur stärken und weiterentwickeln können. Das ist das, was ich hier dazu nochmal beitragen will. Und der Sozialstaat, um es noch einmal zu sagen, der Sozialstaat ist eine erhebliche Voraussetzung für diese Wirtschaftskultur.